Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ab Januar wieder der volle Mehrwertsteuersatz auf Besuche in der Gaststätte erhoben würde, wäre das eine weitere Verstärkung der Inflation. Das ist kein Spruch von mir, sondern vom Bundesfinanzminister Christian Lindner. Auch Olaf Scholz versprach 2021, sich für die dauerhafte Senkung des Mehrwertsteuersatzes einzusetzen. Er wiederholte das übrigens auch noch einmal im gesamten Jahr 2022 auf verschiedenen Veranstaltungen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, heute haben Sie die Gelegenheit dazu zu zeigen, dass Sie Ihr Versprechen, Ihre Wahlversprechen auch einlösen. Und deshalb wollen wir heute mit diesem Gesetzentwurf auch namentliche Abstimmung und Sie einladen, auch hier mitzustimmen, allerdings wirklich ohne Schaum vor Mund, sondern ganz in Ruhe. Weil dafür ist dieses Thema Gastronomie in Deutschland viel zu wichtig, um hier so laut zu schreien. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit einer Anhebung der Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie auf 19% ab Januar 2024 legen Sie die Axt an die Wirtshauskultur in Deutschland. Die Betriebe haben es doch eh schon schwer. Mit einer Steuererhöhung der Umsatzsteuer auf 19% werden zahlreiche Betriebe in 2024 schließen. Und das führt zu weniger Steuern und einer Vernichtung der mittelständischen Strukturen. Die Argumente für die dauerhafte Beibehaltung von 7% sind doch völlig klar. Erstens. Der Umsatzindex des Statistischen Bundesamts für die Branche sagt, dass der Jahresdurchschnitt für 2020 bis 2023 aktuell immer noch unter dem Niveau ist von 2015 bis 2019. Und die Verluste, Sie haben es ja selber gesagt, die Verluste aus der Corona-Zeit sind noch nicht aufgeholt. Zweitens. Die Lebensmittelpreise sind gestiegen, die Personalkosten sind gestiegen, die Energiekosten sind gestiegen, übrigens auch die Bürokratiekosten haben sich in den letzten 2 Jahren unglaublich angehäuft. Und deswegen reichen die Vergünstigungen nicht einmal aus, um diese Preissteigerungen auszugleichen. Und drittens, liebe Kolleginnen und Kollegen, die geringeren Umsatzsteuersätze führen automatisch bei mehr Nutzung der Gastronomie auch zu mehr Einnahmen und damit auch zu mehr Steuereinnahmen, womit sich heute mit der bewussten Entscheidung für die Entfristung auch eine gewisse Selbstfinanzierung aus dem Haushalt ergibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Gastronomiebranche braucht weiterhin diese Entlastung auf 7%, und sie braucht unsere parlamentarische Unterstützung. Und dazu gehört natürlich auch eine Anpassung der Arbeitszeitrealitäten. Und ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal bei einer Geburtstags- oder Hochzeitsfeier waren. Wahrscheinlich werden Sie nicht eingeladen. Aber das sind oft 10 Stunden, wenn man vorbereitet, einfach länger. Deswegen brauchen wir eine Wochenarbeitszeit und keine tägliche Höchstarbeitszeit, weil das die Realität ist. Und deswegen haben wir das mitbeantragt in unserem Antrag heute. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie wirklich vernünftig. Ich bitte Sie wirklich vernünftig, heute zuzustimmen, weil die Unternehmen brauchen Rechtssicherheit. Wenn sie erst im Dezember entscheiden, ist es schon zu spät, weil dann die Schließungsabsichten schon getroffen sind. Deswegen stimmen Sie heute zu. Machen Sie einen Pakt für die Gastronomie, einen Pakt für Gastlichkeit in Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stefan Schmidt hat jetzt das Wort für Bündnis 90 Die Grünen.